So, hallo, herzlich willkommen zurück hier bei Command & Conquer 4 Tiberium Twilight, dem Let's Play hier auf meinem Kanal. Und wir machen weiter. Nach der letzten Mission haben wir stehen geblieben, und zwar haben wir da Gideon aufgespürt, und diesmal müssen wir ihn wahrscheinlich dann endgültig jagen. Also erstmal nochmal eine Zwischensequenz. Wir haben inzwischen Gideons Standort und General Riggs bildet ein Strike-Team. In höchstens 24 Stunden steht der Kerl vor dem Kriegsgericht. Danke, Kane. Nicht, wenn ich ihn zuerst finde. Nehmen Sie Kurs auf Gideons Basis. Ich habe etwas andere Pläne mit ihm. Okay. Wir wissen jetzt, wo sich Gideon versteckt. Infiltrieren Sie Gideons Basis und lassen Sie ihn Kanes Zorn spüren. Aber lassen Sie ihn leben. Er hat in Kanes Plan noch eine Rolle zu spielen. Zwingen Sie ihn, sich zu unterwerfen. Erst dann kehren seine Anhänger zu Kane zurück. Okay, also wir sollen jetzt Gideon endgültig zur Rechenschaft ziehen. Sie sollen seine Basis infiltrieren und ihm Kanes Zorn spüren lassen. Dazu sollen wir die Nordbarrikaden zerstören und Gideons Crawler später attackieren, bis er kapituliert. Ja, wir sollen ihn nämlich am Leben lassen, denn Kane braucht er noch. Also gut, es geht los. Lohn der Ketzerei heißt die Mission. Auf geht's mit Nord für Kane. Tiberiumwüste, Chiron Möbius Tiberium gerade. Oh, da ist Gideon. Und da sind wir. Wir werden wieder die Offensive, denn die ist einfach am sinnvollsten für die Kampagne. 4 Avengers, 4 Scorpions, Basis ist gut gesichert, so Raiders. Es gibt immer einen Weg. Finden Sie den Ketzer und zwingen Sie ihn in die Knie. Jo, das machen wir, Kane. Wir haben es zumindest vor. So, Avenger holt sich den Upgrade-Kristall. Stealth-Einheit geortet. Avenger in Position. Neues Bonusziel erhalten. Ah, zerstören Sie die Nordbarrikaden. Okay, zunächst holen wir uns. Einheiten gesichtet. Berichten zufolge hält Gideon ja, Upgrade-Kristall. Sie müssen sie finden. Eingegrabene Einheit geortet. So, Tier 2 Upgrade. Stealth-Einheit geortet. Ich habe viel Zeit und noch mehr Kugeln. Wen machen wir platt? Oh, sie sind da draußen. Ich habe viel Zeit und noch mehr Kugeln. So, wir brauchen den Ingenieur. Zumindest haben wir schon Upgrades, das ist schon mal wichtig. Mit diesen Upgrades. Gucken wir erstmal die Kanone bekommen. Und mit der anderen Ingenieur reparieren wir das hier. Hier ist eine Kanone, die wollen wir auf jeden Fall haben. Der Ingenieur ist schon auf dem Weg. Oh, hier ist, wollte ich sagen, GDI. Nord. Wir haben halt kein GDI als Gegner, nur Nord. Nord gegen Nord sozusagen. Wir haben zu wenige Kommandeurspunkte. Ja, das habe ich gemerkt. Wir müssen erstmal die Kanone einnehmen, um die da unten zu ärgern. Jawohl. Feindeinheiten gesichtet. So, auf die stützen wir uns gleich mal. Nord erleuchtete. Was haben Sie denn getan? Wir feuern bis auf weiteres weiter. Wir müssen weiter Druck machen. Avenger, bitte melden. So, Crawler packt sich ein und dann geht's weiter hier bei Command & Conquer 4 sozusagen. Wir schauen mal. Ja, okay. Zerstören Sie die Barrikade. Hier haben wir zumindest die Kanone schon mal sicher.
Ranger bereit. Vorrücken. Du hast das Leute. Das sind dort Gefangene, die können wir befreien. Dann arbeiten die für uns. Und hier müssen wir aufpassen, Nordbunker von Gideon. So, kriegen wir die Kleinen, die Jungs hier. Erlöste. Haben wir den ersten, den zweiten und den Turm. So, der Avenger rüstet sich gleich mal aus. Auf. Gleiches gilt für den Raider. Und hier ist ein Vorposten. Das heißt, wir können den bauen. Das wollen wir natürlich verhindern. Okay, Minen schlechter bestückt. So, noch ein Bunker. Den hätten wir. Wieder Erlöste. Weg mit. Feindeinheiten gesichert. Gideon hält in der Anlage noch mehr Gefangene fest. Retten Sie auch die anderen. So, damit hätten wir die befreit. Dachte ich's mir, das ist Deacon Tabors Einheit. Sie wird seit Monaten vermisst. Holen Sie die Männer da raus! Neues Bonusziel erhalten. Gefangene der Nordtruppen befreien, okay. Holen wir sie uns! Ich habe jede Menge Munition. Die kämpfen leider doch nicht für uns, aber zumindest haben wir sie befreit. Schaut doch ganz gut aus. Dann machen wir die hier noch alle platt. Und noch mehr Erlöste. Nein, Erleuchtete von Gideon. Aber was sind die schon Erleuchtete? Die glauben ja an den falschen Propheten. So, den hätten wir. Okay, ihr habt ihn gehört. Komm schon! Rücke die Zielposition vor. Die Nordbarrikade lassen wir noch ganz, denn wir müssen ja zusehen. Ja, müssen ja auch sehen, dass das natürlich. Unterwegs. Komm schon! Sicher. Wir halten diese Position. Gefährlich sein kann. Getrödelt wird nicht. Vorstoß läuft. Okay, ihr habt ihn gehört. Unterwegs. Denn es gibt ja hier auch Scripts, die ausgelöst werden. Und das wollen wir nicht, dass hier gleich ein Script ausgelöst wird, wo dann Gideons Stützpunkt auftaucht. Ich habe das mit in dunkler Erinnerung, dass das dann ziemlich schnell die Mission verloren gehen kann. Wir schauen erst einmal hier hin und machen auch hier unten alles. Ja, da ist nämlich noch gegnerische Türme. Die bratzen wir gleich weg. Auch diesen Viper-Geschützturm. So, hätten wir den. Feindeinheiten gesichtet. Hier, noch mehr Geschützturm. Türme und ein Bunker. Auch das muss alles weg. Wir müssen hier Stück für Stück die Karte einnehmen. Und dabei äußerst langsam vorsichtig vorgehen. So, Bodentruppen vernichten. So, haben wir auch. Schaut das schon ganz gut aus hier. In dem Bereich zumindest. Und dann machen wir den Vorposten hier platt. Und befreien unsere Einheiten. Noch Nordbunker.
Auch hier. Die halten nicht ewig durch. Oh, Alter, hier sind die Katze. War das schon wieder ein Treffer? Auf sie, los! Okay, er ist der Nächste. So, okay, die Token haben sich befreit. Panzer upgraded. Okay, ihr habt ihn gehört. So. Feindeinheiten gesichtet. Feindeinheiten. Nun sollen wir ja durch die Mauer brechen, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay, wir machen das aber, ja. Machen wir das hier? Da sind sie. Marsch! Okay, er ist der Nächste. Machen wir das erstmal hier. Alle Ziele ausgeschaltet. Zerstören wir die Barrikaden. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. So. Einmal haben wir das. Und. Einsatzziel erreicht. Wir halten diese Position. Keine Ahnung, wie ihr von diesem Ort erfahren habt. Aber ich garantiere euch, dass ihr ihn nicht lebend verlasst. Neues Einsatzziel erhalten. So, Gideon's Crawler. Wir haben in Gideon's Basis drei weitere Crawler geortet. Sie scheinen irgendwie an Gideon's Crawler gekoppelt zu sein. Feindeinheiten gesichtet. Laut unserer Analysen wird Gideon's Crawler geschwächt, wenn wir sie zerstören. Ah, da ist ein gegnerischer Crawler. Der ist schon der erste, den wir vernichten müssen. Ja, sowas. Wer hätte es gedacht? Vorsicht, Skalpell. Vorsicht! Der Crawler hebt ab! Vorsicht, Cobra! Cobra, Cobra, Cobra! Hier am Himmel müssen wir natürlich abschießen. Und haben wir den Support-Crawler von Gideons Unterstützungs-Crawlern schon gefunden. Er hat ja noch drei Crawler neben seinem Crawler hier rumstehen, das ist Wahnsinn. Und den ersten haben wir ja schon gefunden. Mal schauen, ob wir den down kriegen. Wenn wir ihn down kriegen, ist halt die Frage, ob er wieder zurückkommt. Der Feind hat einen Crawler verloren. Gideons Crawler scheint einen mechanischen Defekt zu haben. Feindeinheiten gesichtet. Das Stasefeld von Gideons Crawler wurde deaktiviert. Okay, damit hätten wir den ersten von Gideons Crawlern down. Und haben sein Stasefeld seines Hauptcrawlers deaktiviert. Wir schauen allerdings weiter. Hier ist schon der nächste Gefangenen, das nächste Gefangenenlager, wo Einheiten der Bruderschaft von Nord gefangen hält. Wir gehen aber erst nochmal hier hin. Wir machen das Tor hier kaputt. Dass uns das auch später nicht mehr stört. Nicht mehr im Weg ist. So. Auf geht's. Und hier ist ein Upgrade-Kristall. So, haben wir den auch. Und dann können wir Flammenspur, Tarnfeld und Inflationsmodul noch holen. Und dann müssen wir jetzt aufpassen, wie es hier weitergeht. Gefangenenlager auf jeden Fall mal erstmal holen. Einheiten gesichtet. Getrödelt wird nicht. Gehen in Angriffsposition. Vorsicht! Da kommt die Lufthoheit der Nordis. Schon wieder. Oh, ihr müsst das Skalpell angreifen. Ihr müsst das Skalpell angreifen, Leute. Sonst repariert er sich nur, der Honk. So, den Venom noch down kriegen. Wenn wir den haben, dann greifen wir hier wieder an. Unser Crawler wird angegriffen. Wir kriegen uns nicht klein. Wir fallen mit der Weitere weiter.
So, den Bunker noch. Dann haben wir die Widows hier auch befreit. Und dann diesen Erlösten. Und dann haben wir den. Und juhu. Ein weiteres Gefangenenlager befreit. Jetzt können wir hier noch Upgrade-Kristalle einsammeln, was eigentlich nicht mehr viel bringt. Weil wir können eh nichts mehr upgraden. Aber naja, Hauptsache aufgeräumt. So. Und da müssen wir aufpassen. Jetzt geht's, glaube ich, hier oben etwas weiter. Also hier ist Gideon's Crawler. Hier ist Gideon's Crawler. Ach ja, hier unten, hinten. Kann mir hier mal jemand helfen? Ist noch eine Nordmauer. Und nochmal ein Gefangenenlager. Okay. Ja, wo bleibt. Fährst du bitte auch hier runter? Du auch? So, die nächste Mauer noch vernichten. Und die Mauer noch down. Wow. Da ist ein Turm, ein gegnerischer. Unser Crawler wird angegriffen. Alles wieder ausgeschaltet. So, die Midos hätten wir auch befreit. Alles wieder ausgeschaltet. Da sind sie. Feindeinheiten gesichtet. Okay, und den noch down. Der Crawler baut sich mal kurz auf. So, mit unseren Ingenieuren. Unsere Ingenieursarmee quasi holen wir uns dann die Widow hier. Erstmal bauen wir noch einen Ingenieur und dann. Zack, nimmt der die Widow ein. So schnell gebe ich nicht auf. Und dann haben wir hier eine Widow. Das ist schon mal cool. Ich wäre soweit. Ja. So, und dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Ich vermute, dass hier. Das ist zwei, das ist Gideon's Crawler. Da wollen wir natürlich nicht hin. Ja. Da wollen wir nicht hin. Ich hab alles und wir können kurz einen Test machen. Und mal schauen, was passiert, wenn wir hier reingehen. Feindlicher Crawler geortet. Das ist Gideon's Crawler. Und was dann? Seht ihr? Gideon's Crawler. Den greifen wir natürlich noch nicht an. Den brauchen wir am Schluss der Mission. Das sind wir noch lange nicht. Kann sein, dass die auf zwei Videos aufgeteilt werden wird. Das sage ich jetzt nochmal schon gleich vorab. Also wenn es dann irgendwann aufhört hier mitten im Spiel, dann ja, haben wir die Zeit erreicht gehabt. Und dann geht es gleich direkt im nächsten Video weiter. Mit dieser Mission, die dauert nämlich etwas länger. Denn man kann ja nicht einfach drauf los rushen, man muss ja wirklich aufpassen bei der Mission. Wir müssen los. Und wir fahren jetzt mal hier lang. Fahren die Map Stück für Stück ab. Und los. Stealth-Einheit geortet. Feindeinheiten gesichtet. Und passen auf. Ja, fahren wir. Dass wir hier unsere Einheiten erstmal behalten und mit den vorhandenen Einheiten dann gucken, dass wir zurechtkommen. Da sind wieder feindliche Einheiten. Vorsicht. So, warten, bis die Widow nachkommt. Ist halt relativ langsam. So, hier geht's auch wieder runter zu Gideon's Crawler. Wollen wir natürlich nicht. Wir wollen die Venoms und so weiter hier down kriegen. Dann die Skalpelldrohne. Den Venom hier oben noch. Ist hier schon mal aufgeräumt haben auf der Karte. Ich meine, der hat seinen Hauptcrawler plus drei weitere, das heißt zwei stehen noch. Und sein eigener Crawler.
versuchen gerade. Und die Tiberium-Wüste, ihr seht hier, ist schon krass, ne? Alles voller Tiberium gewuchert hier in den Häusern. So. Okay. Schritt für Schritt. Aufpassen. Hier ist noch ein Upgrade-Kristall. Aha. Ist aber auch eigentlich uninteressant im Moment. Schauen wir weiter, Leute. Und dann geht's weiter. So, er hat Feinde gesichtet. Ja, klar, die sind unten von Gideon Squaller, kommen die. Aber ich würde sagen, wir umgehen auch diese Feinde. Denn wir wollen ja... Wobei, naja gut, wir müssen dann im Endeffekt sowieso hier runter, wenn man... Ja. Stealth-Einheit geortet. Schauen wir mal, ob es hier weitergeht. Feindeinheiten gesichtet. Ah ja, da ist dieses Gefangenenlager, das wir noch befreien wollen. Ist die Frage, ob wir von dieser Seite überhaupt rankommen. Nein, da kommen wir nicht ran. Wir kommen von der Seite nicht ran. Das heißt, wir hätten Flugeinheiten, also müssen wir doch hier runter. Das heißt, hier hin erstmal. Feindeinheiten gesichtet. Ja, ja, Command Conquer 4, Leute, wird uns jetzt hier Spider-Tanks, Spider-Panzer entgegenwerfen. Und da werden wir natürlich gezielt gegenhalten. Oh, und da ist schon... Oh, oh, da ist massive Gegenwehr. Das gefällt mir nicht. Das ist ganz schön massiv irgendwie. Oh, oh, oh. Na, wir wollen doch eigentlich nur hier runter. Okay, greifen wir erstmal die Spider-Tanks an. Oh, den Stealth-Tank. Mein Ingenieur! Heil den Ingenieur. Schnell, den brauchen wir später auf jeden Fall noch. Warum, werdet ihr später gegen Ende der Mission auf jeden Fall sehen, das sind die Ingenieure immens wichtig. Hole das Kristall. Okay. Alles klar. So, jetzt können wir jetzt nochmal mit Gegner zu tun. Wenn wir Pech haben. Aber die haben uns, glaube ich, gar nicht bemerkt. Die Patrouille hier. Was ist mit meiner Beute? So, und da ist der Offensivcrawler. Den müssen wir zerstören. Was habt ihr denn getan? Sieht sicher aus. Wir haben das gegen dich. Stealth-Einheit geortet. Das ist ein würdiges Ziel. Ist ein kleines. Du Kleiner, haben sie mich nicht. Feindeinheiten gesichtet. Vorsicht, Leute, das wird eng. Warum sterben die nicht? So, jetzt auf den Crawler. Unser Crawler wird angegriffen. Es war ein hartes Gefecht, wir haben die Medusa verloren. Aber wir bauen den Ingenieur, wenn es geht. Und nehmen sie wieder ein. Der Feind hat den Crawler verloren. Die Laserwaffe von Gideons Crawler ist jetzt offline. Lebend kriegt ihr mich nicht. Denn ich werde diese Anlage vernichten. Und euch dazu. Wir müssen los. Stealth-Einheit geortet. Da sind wir. Gute Nacht, Jungs. Feindeinheiten gesichtet. Ich warte. Ich werde mich.
Alles läuft nach Plan.